Wer sehr daran interessiert ist, viel praktisch zu lernen, zu arbeiten, der ist hier genau richtig aufgehoben. Das sind Sachen, Methoden, Tools, die ich mit in mein privates Umfeld nehmen kann, die ich aber auch bei der Arbeit integrieren kann. Egal, was ich mache, ich kann es immer irgendwie verwenden. Ich kann es auch für mich selber verwenden. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Da braucht man eigentlich nicht viel nachdenken. Mein Name ist Kirsten Juraschek. Ich bin Diplom-Heilpädagogin. Ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, bei uns leben Kinder in jedem Alter, die nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben können. Die haben alle einen hohen pädagogischen und therapeutischen Bedarf. Ich betreue die Kinder und in dem Zusammenhang war es mir ein Anliegen, mich natürlich weiterzubilden. Und dann kam mir das IPE in den Sinn. Ich bin darauf aufmerksam geworden über das Internet, durch einen Link. Habe ich mir die Seite angeguckt und habe gedacht, viel Praxis, viele Methoden in relativ kurzer Zeit. Und da habe ich gedacht, das spricht mich genau an, das kann ich gut umsetzen und deswegen wollte ich es gerne machen. Ich habe auch eine eigene Familie, ich habe einen Sohn, der ist 8 Jahre alt. Ich glaube, gerade so, wo es jetzt um die Schule geht, da kann ich ihn auch ganz gut unterstützen mit dem, was ich jetzt gelernt habe. Und ich bin ganz gespannt, das jetzt auszuprobieren. Also das IERT, das haben wir ja ziemlich zu Beginn kennengelernt und ich muss sagen, es hat schon ziemlich Eindruck auf mich gemacht. Ich habe es selber ausprobiert und natürlich dann auch geübt und in beiden Positionen, einmal als Lehrerin, einmal als Coach, fand ich, war es eine sehr intensive und intensive Erfahrung, wo man auch einfach merkt, da passiert was und es löst sich tatsächlich was. Wichtig war für mich bei allen Methoden, dass ich es immer selber auch ausprobiere, damit ich auch weiß, wovon ich spreche und auch sagen kann, was passiert. Also ich kann nicht über was reden, von dem ich keine Ahnung habe. Finde ich. Und es war gut, dass wir das hier immer üben konnten. Die systemische Aufstellung mit den Plymobil-Figuren hat mir sehr gut gefallen. Da kommt der Klient ja sozusagen selbst auf eine Lösung und ihn dabei zu begleiten, das finde ich ganz eindrucksvoll. Und auch ein Stück weit so mit in die Geschichte des Klienten zu gehen, das war ganz interessant, das hat großen Spaß gemacht. Jetzt hatten wir zum Schluss heute noch die Timeline-Arbeit und das ist etwas, was jetzt gerade noch bei mir so mitschwingt. Das nehme ich mit. Ich fühle mich dadurch gerade total ausgeglichen und völlig zufrieden. Und ich bin einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht mit den Kindern, mit denen ich dann zu tun habe, aber auch mit Freunden und Bekannten. Da haben mich schon einige angesprochen. Entweder ging es um die Kinder. Da war dann die Frage, ob ich denen irgendwie mal mit bestimmten Methoden helfen kann oder auch um sie selbst. Und ich habe jetzt einen Plan und weiß wie und probiere es dann einfach aus. Also natürlich war ich so ein bisschen freudig aufgeregt, zu gucken, was kommt da jetzt auf mich zu. Ich hatte auch keinen in meinem Bekanntenkreis, der hier schon mal Erfahrung gesammelt hat. Und dann hatte ich mir auf der einen Seite vorgenommen, einfach ganz offen ranzugehen. Und auf der anderen Seite war ich aber natürlich auch aufgeregt. Das war aber auch schön, das gehört auch dazu. Ich bin in den Raum gekommen, die Musik lief, das ist erstmal schon... Ich habe es schon von Weitem gehört und wusste ungefähr, wo ich jetzt hin muss. Das zieht einen so ein bisschen rein. Daniel war da und hat jeden persönlich begrüßt. Das fand ich auch ganz gut, weil ich mich dadurch auch sofort aufgehoben gefühlt habe. Ich finde es gut, dass die Gruppengröße ist gut. Und dadurch, dass alle auch so bereit waren, sich einzulassen, war das auch sowas ganz Echtes und Authentisches. Das hat mir gut gefallen. Also er ist keiner, der so 0815, er würde auch in einer Menge von Leuten nicht untergehen, so ein Gefühl habe ich. Er hebt sich ab, er durch die Art und Weise, wie er erzählt, durch seine ganzen Bewegungen, die er macht, wenn er erzählt sehr aktiv. Dadurch ist man aber auch die ganze Zeit bei ihm und hört zu, oder mir ging es zumindest so. Wir haben ja viele Themen behandelt und viele Methoden in relativ kurzer Zeit gelernt und das war sehr intensiv und auch anstrengend. Aber durch die Art und Weise, wie er das vermittelt, glaube ich, ist das auch der bestmögliche Weg, so viel aufzunehmen. Also es war tatsächlich möglich und es gab bei mir wenig Zeiträume, wo ich mal dachte, boah, jetzt kann ich nicht mehr oder dass ich mal eine Stunde gedacht habe, ich muss mich mal gedanklich ausklinken. Das ist nicht da, sondern ständig das Gefühl, ich will das alles unbedingt mitkriegen. Und das steht und fällt natürlich mit demjenigen, der da vorne steht, das ist mir bewusst. Also wenn das alles trocken und langweilig gewesen wäre, dann hätte ich wenig Anreiz gehabt, weiter zuzuhören und alles aufnehmen zu wollen.
Und er redet auch viel in einer bildlichen Sprache. Er findet, er schafft Bilder in den Köpfen. Und das hat mir sehr geholfen, auch tatsächlich die ganzen Dinge mitzunehmen und es auch zu behalten. Und es war ganz lebendig.